Guten Abend, meine lieben Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer. Guten Abend, liebe Jasmin, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mittwoch-Jass-Sendung, der zweiten vom 1987 von Art Goldau. Sie müssen keine Angst haben, ich bin nicht alleine da. Es hat Leute auf dem Platz, auch wenn das Wetter nicht hundertprozentig ist. Ich stehe da nämlich auf dem Turm, etwa 25 Meter über dem Erdboden, auf dem modernstes Stellwerk von der SBB, etwa 4 Jahre alt ist es, und darum habe ich da einen wunderbaren Blick übers Land, einen herrlichen Blick übers Land. Und dank Valentin Breggi, einem von unseren Kameraleuten, der mit mir hier hochgeklettert ist, können auch Sie jetzt schnell da drüber schauen. Sie sehen im Hintergrund treuende Regenwolken natürlich, und dann haben wir den Zugersee, Art am See. Und jetzt geht es über an Hang vom Rossberg, ein berühmter Rossberg, wegen dem Bergsturz, berühmt, berüchtigt. Und wenn wir dann runterschauen, dann sehen wir da unten die imposante Gleisanlage und dazu vielleicht ein paar Angaben. Wir haben am Werchtig haben wir also etwa 400 Züge, die regelmässig da abgefertigt werden. Dabei sind natürlich einige Schnellzüge. 20 km Gleis, 108 Weichen sind da unten zu sehen, also eine rechte Anzahl. Und das braucht dann etwa 283 Angestellte, die hier arbeiten. Und mit dem Zug, der jetzt hier gerade einfährt, können wir wunderbar überschauen auf unseren Festplatz. Und dort unten haben sich in dem herrlich schönen, gelben, alten ARB-Wägeli haben sich Mountain Downhill Ramblers parat gemacht, und sie bestreiten heute unsere erste Nummer. Sie sind von Goldau und sie sitzen in dem Bändli, und auch wenn es ARB heisst, ist das nicht die allgemeine Ramblersbahn, sondern die Art Rigibahn. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen zum Auftakt mit den Mountain Downhill Ramblers. Thank you.
Ja, herzlichen Dank den Mountain Downhill Ramblers. Und jetzt muss ich gleich noch schnell etwas sagen, bevor ich in den Jastwagen reingehe. Ich habe hier oben Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer begrüßt. Und jetzt möchte ich doch noch da alle Arter, Oberarter und Goldauer begrüßen. Ich finde es unwahrscheinlich, dass so viele gekommen sind. Der Platz ist gerade voll und man weiß nie, wenn es runter... wir gehen... Also machen so weiter, bleiben noch ein bisschen da. Wir gehen innen im Wagen. Das heisst, ich gehe allein, es können nicht alle mitkommen. Und dann wollen wir mal schnell auf unsere Schweizer Karte schauen, wo wir überhaupt sind und was heute passiert. Das ist sie. Der Rotpunkt, das ist Aargoldau, kennt jeder. Und die beiden gelben Punkte, das sind Willisau und Rotenburg. Die beiden Luzerner Gemeinden, die heute das innerluzernische Duell austragen. Und das Gleiche sehen wir hier in unserer Tafel. Wir haben Aargoldau als Gastgeber. Wir haben Rotenburg gegen Willisau, Telefonjasser, Jasskönig. Sie kennen sie dann. Und die vier Gastjasser von Aargoldau. Jeder Jass zwei Runden. Und da hinten haben wir dann auch noch das Einzelklassement. Der Hans macht das alles genau in der Ordnung. Jetzt aber, wenn wir jassen, darf ich bitte den Anton Kuster, den Jasskönig von Rotenburg. Es gibt einen, ja, da ist es der Fanclub, ist bereits in Aktion. Herr Kuster, ein bisschen, ja, so zurückrutschen, so, schön gemütlich, wie am Tisch, nur ein bisschen enger. Es gibt einen berühmten Roman, der König von Rotenburg, Sie sind der Jasskönig von Rotenburg. Beim anderen ist, glaube ich, Rotenburg auf der Taube gemeint. Und Sie haben gewonnen in der Ausscheidung und müssen jetzt Ihre Gemeinde vertreten. Tötelt das ein bisschen? Ja, ein bisschen. Aber es ist noch nicht schlimm. Ja. Noch nicht schlimm. Ja. Gut, ein bisschen einfacher hat es unser heutiger Gast von Aargoldau. Das ist der Herr Steiner, der zugleich noch Gemeindepräsident ist. Es ist fast so Tradition bei uns, dass da der Gemeindepräsident vis-à-vis am Platz 2 sitzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück. Danke. Wir werden ja noch ein bisschen sprechen miteinander. Und dann die Dame am Tisch, Frau Rosa Speck. Sie sind mir nicht böse, dass Sie zuletzt dran haben. Ich weiss, nach Knicken hätte ich da müssen anfangen, aber wir jassen. Und nach Jassen haben wir die total Gleichberechtigung. Die absolut total, da geht es einfach immer auf dieser Seite. Und darum kommt der Göpf jetzt zuletzt. Und er ist da in alter Frische und schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann, Hans, was meinst du so zu den Preisen? Ja, und auch heute gibt es natürlich für unsere Jasser wieder zwei Preise zu gewinnen. Der Erstplatzierte gewinnt die wertvolle Jass-Trophäe. Zusätzlich gibt es ein Halbpreisabonnement von der SBB, wo er während einem Jahr dann kann zum halben Preis fahren kann. Der Zweitplatzierte kann seine Familie zu einem Veloplausch einladen. Zuerst geht es aber ab Wohnort mit der Bahn nach Göschenen. Dort kann die Familie ein Velo in Empfang nehmen und dann geht es in sausender Fahrt dann runter nach Flüelen. So, und damit die Preise können verteilt werden, muss natürlich jetzt zuerst gejasset werden. Und dazu wünsche ich viel Spass und gute Jass. Ja, ich habe bereits da den steifen Knopf im Ohr montiert und jetzt haben wir also einen Telefonjasser da, der muss mitjassen. In der ersten Runde ist es der Telefonjasser von Willisau, Herr Franz Schappi. Guten Abend. Guten Abend, Herr Andecker. Ja, haben Sie gehört, Sie jubeln schon draussen, ein bisschen auf Vorschuss, Herr Schappi. Ich habe gehört, Sie sagen Gemeindeamme von Willisau. Ja, das stimmt. Und Sie haben jetzt die schwere Aufgabe für Willisau, nicht nur dafür zu sorgen, dass politisch alles recht läuft, Sie müssen jetzt auch noch schauen, dass Sie gut jassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und lupfen mal schnell ab, dann können wir dann noch ein bisschen reden, währenddem der Göpf verteilt. Es ist Schellen 80, wir jassen also zuerst mit der Deutsch-Schweizer Karte, wie üblich. Wie sieht es aus bei Ihnen so, das Willisau? Ja, es ist auch nicht so schön, nicht aber es regnet wenigstens nicht. Ja, wunderbar. Ja, nur Sie sind ja am Trocknen. Ja, ja. Sie könnten es ja noch verleiden, aber wir hoffen, dass es hebt. Und wir hoffen auch, dass wir für alle eine Mischung zusammenstellen können, die ungefähr verhebt. Jetzt wird natürlich schon wieder wild drauf losgeschätzt. Überall, auch da außen. So. Das ist Ihr Blatt, ohne den Trumpf achter, der liegt noch. Schelle ist Trumpf. Und ich hoffe, Sie sehen es gut so. Ist das in Ordnung, Herr Schappi? Ja. Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik zum Überlegen.
Was gibt das etwa? Ja, etwa 27. Wir wollen warten, bis die Zahl ist. Ist die richtig, wenn ich richtig gehört habe? Und der Jaskönig von Rotenburg, der Kuster, ist der, der ausspielt, immer rechts. Von mir geht es los. Also darf ich noch mal sagen, Schellen ist Trumpf. Das gehört der rosa Speck mit dem Rosenass. Blumen für die Dame. Schaut der Banner. Und das gehört dem Herbert Steiner mit dem Schiltenass. Goldau hat auch schon etwas daheim. Das heisst, nur Art Goldau hat etwas daheim. Rose, 8 oder 9? Ganz 9, ja. Das gehört dem Franz Chapuis mit dem Rosen 9. Wir haben zwei Pünktchen gemacht, Herr Chapuis. Schale Banner. Und da haben wir Snell vom Anton Kuster. Gut. Ich könnte es auch mal ein bisschen liegen lassen, dass man es zu Hause gut sieht. Das gehört dem Franz Chapuis am Telefon mit dem Schild der König. 7 auf Willisau. 6. Eier Banner. Ja. Und da haben wir den Reichel König vom Herbert Steiner. Der Schalenkönig, der gehört dem Franz Chapuis. Eier 9. Einen Moment, da hat gestochen die Rosa Speck mit dem Trumpf 6. Ja, jetzt ist nichts mehr zu machen, weil der Bauer da ja noch hinten vorne kommt. Jetzt haben wir noch den Trumpf Bauer vom Anton Kuster mit dem letzten Stich. Ja, es ist nie etwas rechts gelegen, es ist wie verhext. Nie ein Zenderli oder irgendetwas, was sie hätten können, dann mal ein paar Punkte machen. Und so haben wir so müssen zusammenstuttern. Und jetzt hat halt ein bisschen etwas gefehlt. Vielleicht geht es nächstes Mal besser, Herr Schappi. Hoffen wir, ja. Eine schöne Zeit bis in die dritte Runde, dann sehen wir uns nochmal. Danke. Und Göpf, was ist rausgekommen? 160 angesagt. Der Herbert Steiner. 37 angesagt, 38 gemacht, Differenz 1. Die Rosa Speck, 27 angesagt, 37 gemacht, Differenz 10. Ja, das ist aber gut, ihr könnt auch klatschen. Kommen wir hier mal rein. Anton Kuster. Sag das nicht zu laut. 69 angesagt, 67 gemacht, Differenz 2. Und der Franz Chapuis, 27 angesagt, 15 gemacht, Differenz 12. Ja, und jetzt passen Sie gut auf die Heime. Liebe Jastfreunde, jetzt geht es um unseren Wettbewerb. Ich sage Ihnen zuerst, was Sie können gewinnen können.
das da, liebe Jasserin, ist Ihr Preis. Eine Fahrt mit dem Panoramawagen von Zürich auf Sion. Am Abend gibt es eine Jasser-Raclette-Party mit anschliessender Übernachtung. Am zweiten Tag kommt der Höhepunkt. Ein Flug mit der Ju-52 ab Sion zum Matterhorn über das Aletschgebiet, bei einiger Mönch und Jungfrau vorbei und gelandet wird dann in Dübendorf. Der Preis wird vom Reisebüro Mittelthurgau gestiftet. Ja, und ein bisschen etwas müssen Sie natürlich tun dafür. Ich sage Ihnen jetzt was. Sie müssen verraten, oder schätzen besser gesagt, wie viele Totaldifferenzpunkte erspielt werden in allen 6 Mittwochjahrssendungen von diesem Jahr. Die Zahl, die schreiben Sie auf der Postkarte, dazu Ihren Namen, Ihre Adresse und dann vorne drauf folgende Adresse. Fernsehen DRS, Mittwochjass, Postfach 8099 Zürich. Ich sage es nochmal, Fernsehen DRS, Mittwochjass, Postfach 8099 Zürich. Und die Karte sollte spätestens morgen in der Woche, also am 16. Juli, im Briefkasten sein. Der Poststempel gilt. Sie haben also noch Zeit, und ich gebe Ihnen auch noch gerne einen kleinen Tipp. 852 Differenzpunkte sind es letztes Jahr gewesen. Und jetzt noch zum Preis. Wer den Preis gewinnt, muss nicht alleine reisen. Er darf noch 7 Personen zu dieser fantastischen Reise einladen. Also ich glaube, das Mitmachen lohnt sich. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Ortsporträt. Unsere Kameraleute sind gestern wieder unterwegs gewesen. Sie haben einen Film über Art Goldau gedreht und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen, wenn wir den miteinander anschauen. Schnell und bequem führen Sie die weiss-blauen Züge von der Art Rigibahn von Goldau auf unsere Rigi im Herzen von der Zentralschweiz. Landschaftliche Schönheiten und ein gut ausgebautes Wanderwegnetz präsentieren sich im Besucher von nah und fern. Ein Paradies auch für Delta-Segler. Auch das ist eine Möglichkeit, aber ins Tal auf Goldau zu gelangen. Der Bahnhof Art Goldau, ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt. Da verkehren Züge aus Nord und Süd, aus West und Ost. In Goldau befindet sich auch das modernste SBB-Stellwerk der Schweiz. Der 52235 mit 18 Achsen ohne Schlusssignal fährt der nächsten Teil ist ab. Dort, wo am 2. September 1806 ein gewaltiger Bergsturz ins Tal abgedonnert ist, finden wir heute den prächtigen Natur- und Tierpark Goldau. In dieser romantischen Anlage fühlen sich nebst zahlreichen anderen Tieren die freilebenden Hirsche außerordentlich wohl. Und sie lassen sich natürlich sehr gern von den Kindern füttern. In der Mitte zwischen Art und Goldau liegt das schmucke Dorf Oberart. Ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in unserer Gemeinde bildet zweifellos die verschiedenen Brennereien. Da werden der bekannte Kirsch, Kräuter und noch weitere feine Wässerli gebrannt. Zum Wohl miteinander. Art am See, der Hauptort unserer Gemeinde. Da auf dem heimeligen Rathausplatz trifft man sich zum Einkaufsbummel oder zu einem angeregten Plauderstündel. Pfarrkirche von Art, ein eindrückliches Barockgebäude. Sie gehört zu den imposantesten Kirchen der Urschweiz. Ein Ausflug in Gemeinde Art oder auf die Rigi, verbunden mit einer Schifffahrt auf dem Zugersee, das ist sicher ein tolles Ferienerlebnis für Jung und Alt. Kommen Sie doch einmal schauen.
Ja, das ist Art, Goldau und Oberart. Sie entschuldigen, liebe... Ja, da, den Applaus wollen wir noch abwarten. Das ist ganz klar. Ich will sagen, entschuldigen Sie, dass ich den Joppen abzogen habe, aber es ist unheimlich heiß da in der gesamten Karte. Klebt tatsächlich. Also es ist da wieder eine kleine Sauna da drin. Jetzt haben wir aber noch schnell bei der Göpf putzt sie wieder. Ist in Ordnung. Also, Herr Steiner, Gemeindepräsident von Art Goldau. Art Goldau sagt man immer zusammen. Ist das eine Gemeinde? Es ist tatsächlich eine Gemeinde. Der Hauptort ist Art, wie Sie im Ortsporträt gehört haben. Umfasst neben die Dorfschaften an der Oberart, Goldau und der Tau von der Rigi. Art Goldau heisst eigentlich nur der Bahnhof. Mhm, aber das ist das Berühmteste, oder? Ich meine, ja, gut, Art am See ist wunderschön gelegen und Oberart ist malerisch und Goldau ist wirtschaftlich bedeutend. Ich wollte jetzt niemanden beleidigen, aber der Bahnhof ist schon, da fahren wir durch, richtig, da steigt man um und alle Leute kennen Art Goldau. Ja. Und natürlich noch wegen dem Bergsturz. Und wir haben ihn ja gesehen, passiert nichts mehr dort oben eigentlich. Ich würde meinen nicht, es sind schon Bewegungen feststellen, es wird aber überwacht. Es sind Messstellen hier oben und die Gefahr besteht nur auf einzelne Steinschläge, die aber keinesfalls bis ins Tal aber mögen. Ja, das wäre auch nicht gut, weil ihr habt zu tun mit euren Unwetterschäden von der letzten Woche, oder? Ist ja, da schon wieder alles weg oder Gas? Bei weitem nicht. Wir haben gestern wieder starke Gewitter gehabt und haben wieder erneute Schäden. Jetzt hoffen wir es bessere langsam und ihr werdet verschont in der Innerschweiz und im Bernbiet von diesen Gewitter. Das wünschen wir es. Und wir gehen jetzt weiter in die zweite Runde und werden mal schauen, was denn da so passiert. Ich habe jetzt am Telefon den Telefonjasser von Goldau, den Toni Bucheri. Nein, Entschuldigung, von Goldau, jetzt bin ich total durcheinander. Von Rotenburg, den Toni Bucheri, guten Abend. Guten Abend, Herr Randecker. Herr Bucheri, Entschuldigung, ich habe Sie schon zügeln lassen und verpflanzt auf Goldau. Sehen Sie unsere Sendung gut? Haben Sie sie verfolgt und ein gutes Bild? Sonst müssen Sie ja ein bisschen drehen. Jetzt tue ich mal ablupfen für Sie. Da wäre der Ablupf. Wir jassen mit der französischen Karte. Und das wäre der Herzkönig sein. Jetzt haben ein paar ein bisschen mehr Mühe. Ja? Wie sieht es aus? Art Goldau ist natürlich Deutschschweizer Jasskarte übrig. Man gut, ja vier Farben. Aber jetzt haben wir ja vier Farben, wenn ich jetzt setze, ja, da. Hilft einem schon ein bisschen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Der Überblick so ist ein bisschen besser. So. Das ist die Rotenburger Runde. Zwei Kandidaten von Rotenburg sind dran. Herzkönig. Oder Küng. Das ist Trumpf, Herz ist Trumpf. Wir machen Musik zum Überlegen. Herr Bucheri, was machen wir? 44. Ich habe es gehört und die Zahl ist da. Da wird noch mal korrigiert. Da wird noch mal korrigiert. Voilà, wir müssen noch einen Moment warten. Es ist da eine andere Ansage. Aber jetzt sind wir, glaube ich, so weit. Ja. Der Herr Kuster hat die Karte aufgenommen und ist demzufolge bereit zum Ausspielen. Also das mal ist Herztrumpf. Was machen wir? Herr Bucheri, hallo, sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Fein. Was spielen wir? Eckensechser. So, das gehört Rosa Speck mit dem Eckenass. Wir sind dran. Kreuz, König, Trumpf, König.
Das gehört dem Toni Bucheli mit dem Trumpfkönig. Schaufel 9er. Und gestochen hat Rosa Speck mit dem Schaufelkönig. Was geben wir? Schaufel 10er. Und da haben wir das Trumpf 10 vom Herbert Steiner. Schöner Stich, 13er. Ja. Das gehört dem Anton Kuster mit dem Eckenbub. Wen nehmen wir, Herr Bucheli? Trumpf schnell. Wir haben schnell vom Toni Bucheli. Und das gehört auch an Toni Bucheli mit dem Kreuz Ast. Das unerhörte Reaktionen da draussen. Und das Trumpfass gehört dem Anton Kuster. Und jetzt haben wir noch den Herrn Buhl, der gehört der Rosa Speck mit dem letzten Stich. Ja, Herr Bucheli, das ist ein bisschen viel drauf gekommen noch. Die Elfi da, die hätten wir nicht mehr unbedingt gebraucht. Es war ja so. Nicht so einfach. Zusammen durchspiel gewesen. Zwischendurch, man hat nicht so recht gewusst, jetzt schon eingreifen oder noch ein bisschen abwarten. Es war wirklich nicht so einfach gewesen. Gut, danke Ihnen fürs Mitmachen vorläufig. Wir sehen uns nochmal in der vierten Runde. Und wie steht's? Wir haben 165 angesagt. Der Herbert Steiner 37 angesagt, 30 gemacht, Differenz 7. Die Rosa Speck 57 angesagt, 49 gemacht, Differenz 8. Am Telefon 44 angesagt und 58 gemacht, Differenz 14. Und der Anton Kuster 27 angesagt, 20 gemacht, Differenz 7. So, und wir haben bereits die ersten Total von 3 Jasser. Der Herbert Steiner hat 8 Differenzpunkte. Dann Rosa Speck hat 18 Differenzpunkte. Dann haben wir noch das Total vom Jasskönig von Rotenburg. Nämlich der Anton Kuster, er hat 9 Differenzpunkte. Liebe Jasser, unsere Ferienjasser haben wirklich keine Gelegenheit aus. Sei es zu Hause oder auf Planalp, sei es drinnen oder draussen, immer wird ein Jässli geklopft. So, was machen wir? Unten raus mit 100! 100. Nein, nicht schon wieder. Gib eine. Ganz gut, Max. Ganz gut.
Schade um euren guten Willen, aber wir sind da noch vier Bauern zugeflogen. Das ist hingegen Musik. Moment, da wird gar nichts geschrieben. Max, in wie viele Karten hast du die 100? In 5. In 5? Ja, in dem Fall schreiben wir die 100. Schreib's. Beim Unenaufen und beim Obenaben gelten nämlich vier Bauern, nicht mehr als vier Ober oder vier Könige. Ich habe ja schon viel Dummes gehört. Aber was du behauptest, also das ist auch für einen robusten Mensch fast nicht mehr zum Aushalten. Ja, das ist nur, weil du nicht kannst logisch denken. Nein! Aber harte Worte, die du brauchst. Und du gerade auch nicht. Ja, ich gerade auch nicht was. Du kannst gerade auch nicht logisch denken. Ja, du bist wahrscheinlich der einzige logische Denker auf der nördlichen Halbkugel. Ja, so ist es. Und darum ist für mich klar, dass man beim Unenaufen oder beim Obenaben mit vier Bauern oder vier Neunen nicht mehr weisen kann als mit vier Ober oder vier Könige. Ja, der Heinz hat recht. Ja, aber warum denn? Weil es beim Unenaufen oder beim Obenaben keinen Trumpf gibt. Mhm. Natürlich. Beim Unenaufen und beim Obenaben gibt es gar keinen Trumpf. Ja, was du nicht sagst. Hör lieber zu. Wenn es keinen Trumpf gibt, ist auch der Bauer nicht die höchste Karte und schnell nicht die zweithöchste. Ja. Es gibt also gar keinen Grund, dass vier Bauern mehr wert sein sollen als vier Ober oder vier Neune mehr als vier Banner. Lass mal, Heinz. Vier Bauern und vier Null haben doch nichts mit Trumpf oder nicht Trumpf zu tun. Und dann 4-6. Ja, was hat denn das mit 4-6 zu tun jetzt wieder? Ja, aber 4-6 gelten dann nur beim Unen aus 100. Ja, aber dafür gelten die 4 Ass nicht. Und 4 Unter und 4 Neune nur 100. Ja, eins weiss ich sicher. Ihr zwei sind nicht mehr ganz 100. Ich gehe jetzt mit meinen 4 Bauern aufs Rothorn. Bis ihr wieder normal geworden seid, können wir nämlich ruhig noch das Wildheu rein tun. Adieu wieder da. Nein, hey, ja. Gut, wie sieht es aus? 4 Buben, 4 Unter oder 4 Neune können gewiesen werden, unabhängig, ob die Trumpffarbe da ist. Die hat man einfach mal bestimmt früher. 4 Neune sind 150, 4 Buben, 4 Unter sind 200. Da spielt der Karol, ob es unten aussehen oder oben runter oder Trumpf. Gut, das ist eine ganz klare Antwort. Wir haben übrigens auch einen Jass-Service, und zwar arbeiten wir wieder zusammen mit Radio DRS 1. Und zwar in der Palette. Am Dienstag, am Morgen, am 10 ab 11 Uhr, beantworten Göpf-Jass-Problem. Sie können aber nicht telefonieren, sondern Sie müssen das mal schreiben. Ich gebe Ihnen die Adresse. OK Jass, Postfach 8401 Winterthur. OK Jass, Postfach 8401 Winterthur. Und dann Palette hören. Dienstagmorgen, 10 ab 11 Uhr, DRS 1. Und jetzt bedanke ich mich bei meiner ersten Jassrunde. Es ist toll gegangen und ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen. Aber schiessen Sie jetzt nicht auf. Sie haben alle Zeit zum Wechseln und sich zu deplatzieren. Aber mich begreifen Sie jetzt, wenn ich rausgehe für die nächste Darbietung. Wenn Sie nämlich hören, was kommt, dann werden Sie begreifen, dass ich ein bisschen kontrollieren muss. Als nächste Darbietung offeriert uns Art Goldau der Damenturmverein Goldau. Und zwar mit einer Darbietung, die ganz einfach heisst Aerobic. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit der Dame von Goldau.
Also ich muss sagen, es gefällt mir besser als ein Männerchor. Ich glaube, den brauchen wir das Tröpfchen nur ganz leicht. Herr Amstein, herzlich willkommen bei uns. Herr Amstein von der SBB ist wieder mal bei uns. Hat mir die neueste Velo gegeben zum Ausprobieren von der SBB. Ich finde es ganz toll, aber ich kann nicht begreifen, wenn ihr schon neue Velo kauft, dass sie so nasse Sättel haben. Also könnt ihr doch schauen, dass ihr andere verwünscht, oder? Das haben wir gemacht zum Abkühlen. Aber wir haben 2800 Velo und sie sind noch nicht trocken. 2800 neu, das heisst also, dass der Velobahn-Fitnessplausch ein riesen Erfolg muss sein, oder? Und wie? Fast zu einem guten Erfolg im Moment. Wir kommen fast nicht nach. Aha. Ja, ich glaube, jetzt tun wir die Schirme auf. Also da hat es immer noch harte Leute, die sitzen auf der Bleibe, sitzen, sonst werden die Bänke nass. Ja. Jetzt haben wir ihn schön aufgespannt und jetzt können wir ein bisschen weiter. Wie kann ich dann Velo-Fitness-Plausch durchführen, wenn ich weggehe? Fitness-Plausch, früh zum Bahnhof gehen, dann sind enorm viele Leute, die Velo wollen, und reservieren. Und dann, mit etwas Geduld, können wir die Velo verteilen. Und das ist ja unerhört, der Plausch geht nach Süd, geht nach Nord, Jura. Ich glaube, man kommt auch an jedem Bahnschalter Auskunft über, wo das so Velo-Fitness-Plausch stattfindet, oder? Ganz genau, überall, zu jeder Zeit. Gut, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, Herr Amstein. Und ich gebe Ihnen das Velo zurück. Und das Mikrofon lege ich wieder daher, das gehört auch nicht mehr. Und bevor ich jetzt wieder in den Wagen reingehe, möchte ich den Hans bitten, einen Zwischenstand bekannt zu geben, damit wir wieder wissen, wo wir sind. Ja, und der Kampf zwischen den beiden Orten Rotenburg und Willisau ist natürlich überhaupt noch nicht entschieden. Rotenburg hat 3 Jasser im Einsatz gehabt und hat 23 Differenzpunkte. Willisau hat 1 Jasser im Einsatz gehabt und 12 Differenzpunkte. Ein bisschen mehr aussagen tut dann die dritte Runde, wenn beide Ortschaften dann 3 Jasser im Einsatz gehabt haben. Und dazu wünsche ich viel Vergnügen. Gut, und ich bin schon wieder da und komme durch die Tür ein. Mit dem neuen Jasskönig, mit dem flotten jungen Mann von Willisau, Klaus Schürmer. Sie gewonnen zu Willisau, wie viel haben mitgemacht, Willisau? Jetzt sind etwa 140 gesehen. Ja, 100, das ist ja bald der Schweizer Jassmeisterschaft, die ich hier ausgereiht habe. Und Sie haben oben ausgeschwungen. Mit Glück. Sind Sie froh, dass Sie jetzt hier da jassen? Ja, mal etwas anderes. Ja. Er sagt nicht nein, aber so ein bisschen dottert tut es ja. Ja, gut. Sie haben die Ausgangslage gesehen, es ist alles offen, würde ich sagen, wenn man rechnet, dass die anderen schon 3 Resultate haben, die zählen. Und ich darf neu begrüßen bei uns am Tisch den Herrn Hans-Rudi Brändli. Sie haben nichts mit der Feuerwehr zu tun, oder, Herr Brändli? Nein, eigentlich nicht. Was sind Sie von Beruf? Schreiner. Da? Schreiner, ja. Aber nicht zu fest auf den Tisch hauen wegen dem Mikrofon. Sind Sie zu Goldau daheim? Ja? In Oberart, ja. Oberart, also zwischen Ihnen, zwischen Dart und Goldau. Gut. Schon lange aufgewachsen da? Aufgewachsen da praktisch, ja. Vor 2 Jahren weg. Und jetzt zu Ihrer Rechten. Wieder zuletzt natürlich. Es geht einfach schön im Ausspiel nach. Der Hans Link. Herr Link, Sie sind auch ein Goldauer. Arter, Oberarter, was? Nein, ich bin eigentlich ein Zuzockner. Ein Zuzockner? Aber schon eine Weile da? 34 Jahre. Ja, da kann man nicht mehr zugezogen sagen. Schon eingekauft ist das. Also 34 Jahre zu Goldau. Was machen Sie so da? Von Beruf bin ich Servicetechniker. Ja, auf elektronische Steuerung. Elektronische Sachen. Steuerungen? Ja. Ja, jetzt werden wir schauen, ob Sie den Köpf steuern können, dass da eine rechte Mischung ist. Und ich schaue mal, ob wieder unser Telefon Jasser am Draht ist. Der erste Telefonjasser wieder, der Franz Schadwi. Herr Schadwi? Ja, ist gut. Jawohl, wunderbar. Alles mitbekommen? Ja, ja. Sie haben gesehen, es ist alles offen. He? Ich klopfe ab für Sie. Hallo. Was haben wir? Der König von Eggen. Ist das schwer mit diesen blauen Karten? Ja, ja. Ist wahr? Ja, man sieht ja nicht richtig, was es ist. Ja, was sehen Sie nicht richtig, was ist? Ob es König oder Damen oder Bürger? Mal das schon. Aber was ich nicht? Ich lieber Rote, dann weiss man es auch. Es steht ein bisschen mehr auf Rot. Aha, ja gut. Ja, dann, ja das ist natürlich, hat jetzt wieder eine politische Färbung. Ja, wenn man da so mit der Blau und der Rot und der Grünen rechnet. Also jetzt haben wir Blau, Ecke, Ecke. Also alle Blauen gehören einfach zusammen, Herr Schopfi, ne? Dann geht das sicher auch. So. Sehe ich nichts. Und jetzt haben wir noch
Ah, wir sehen nichts. Wieso ist die unsere Hinterkamera? Jetzt, das ist sehr lang gegangen, tut mir leid. Aber wissen Sie was, ich lasse jetzt noch ein bisschen stehen, dass Sie ein bisschen länger Zeit haben. Das war der Trumpfablupf, der Trumpfkönig. Und die Ecken, die blauen, sind Trumpf. Und ich hoffe, jetzt sehen Sie es gut. Gut, dann machen wir jetzt Musik zum Überlegen. Wie viel gibt das, Herr Schappi? Ja, 74. Ja. Die Zahl ist bereits da, wird diskutiert und jetzt tun wir warten, bis der Herr Schürmer ausspielt. Also, Ecke ist Trumpf. Kreuz Dame. Das gehört dem Klaus Schürmer mit dem Kreuz Ass. Herzbauer. Da haben wir Snell vom Hans Link. Das gehört dem Telefonjasser mit dem Trumpfkönig. Was machen wir? Kreuz 7. Und das gehört dem Hans Link mit dem Kreuz 8. Wir müssen jetzt schön anlegen, im Eifer da ein bisschen bremsen. Passiert allerlei. Achte. Und das gehört dem Hans-Rudi Brändli mit dem Trumpf Zenni, Trumpf Banner. Und dann ist der Umfass vom Klaus Schürmann. Trumpfbauer. Und der Trumpfbauer vom Telefonjasser von Franz Chapuis. Das gehört auch am Telefonjasser mit dem Schaufler Ass. Ist jetzt noch freundlich vom Herrn Link, dass er da noch eine Zähne drauf gegeben hat. He? Aber das habe ich jetzt dürfen sagen, weil das der letzte ist. Und da haben wir noch, einen Moment bitte, da haben wir noch die dicke Dame. Trumpfdame vom Klaus Schürmann mit dem letzten Stich. Ja, und wir sind wieder bei einer Differenz, Herr Schappi. Ist gut, he? Ja, es ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Sie haben das Spiel nicht in die Hand genommen. Ich hätte gedacht, Sie stechen da mal vorher rein, dort mit einem kleinen Trümpfchen. Und dann hätten wir so schauen, etwas zu machen. Gut, also geht natürlich auch anders. Sie haben es anders probiert. Ich hoffe, Sie haben gleich ein bisschen Freude gehabt. Ja, ja. Und eine schöne Zeit. Auf Wiederhören, Herr Schaffer. Danke, danke gleichfalls. Wiederhören. 168 angesagt. Der Hans-Rudi Brändli, 13 angesagt, 10 gemacht, Differenz 3. Der Hans Link, 38 angesagt, 43 gemacht, Differenz 5. Dann haben wir den Franz Chapuis, 74 angesagt, 60 gemacht, Differenz 14. Und der Klaus Schürmann, 43 angesagt, 44 gemacht, Differenz 1.
So, und uns interessiert natürlich der Stand zwischen Rotenburg und Willisau. Rotenburg hat 33 Differenzpunkte und Willisau hat 27 Differenzpunkte. Also momentan Willisau knapp in Führung, alles entscheidend. Nein, es gibt 23 bei Rotenburg. 23. Rotenburg führt mit 23. Richtig, vor Willisau mit 27. Also Differenzpunkte. Also sehr spannende Ausgangslage. Und jetzt noch eine Mitteilung. Am 25. Oktober laden wir alle Jasserinnen und Jasser, die am Mittwoch Jass teilgenommen haben, zu einer Fahrt im Panoramawagen ab Zürich über die bekannte Gotthard-Route in Tessin ein. Und wir hoffen natürlich, dass das Wetter dann so gut wird sein, wie wir es jetzt im Film sehen, nicht so, wie es heute Abend ist. Sondern jetzt geht es weiter zu unserem Jass-Tisch. Ja, da geht es weiter und da habe ich jetzt am Telefon zur letzten Runde und da sollten wir, glaube ich, noch Stefani wechseln, wenn es mir recht ist. Da ist nochmal der Telefonjasser von Rotenburg, der Toni Bucheri. Guten Abend. Guten Abend. Ah, wir hören einander wieder. Wunderbar hat das funktioniert. Ich klopfe ab für Sie, Herr Bucheri, und Sie wissen, Sie sind jetzt dran mit der Deutschschweizer Karte. Das wäre Schelle Nell, die wir Ihnen können offerieren können. Ja, vorher haben Sie mich ein bisschen lang gezeigt, wenn ich Schwierigkeiten habe mit dem Kartenbüscheln. Das ist, weil die Karten ein bisschen kleben. Sie sind nämlich nicht lackiert. Das ist nicht, weil das Fernsehen kein Geld hat, aber das ist, dass es nicht glänzt. Man sieht es besser so. Jetzt hoffen wir, sie kommen dann das Spiel ein bisschen früher über. Jetzt ist es, glaube ich, schon da. Und wir tun in aller Ruhe das zusammenstellen. Und nehmen jetzt noch rein Schelle 9. Schelle ist Trumpf, meine Herren. Und das wäre Ihr Blatt. Herr Bucheri, kurz Zeit zum Überlegen, bitte Musik. Jetzt geht es ums Ganze. Herr Bucheri, wie viel gibt das? 76. Richtig, ich habe die Zahl gehört, da ist sie. Und jetzt wollen wir schauen, was los ist da in der Runde. Der Herr Schürmer von Illisau spielt aus. 23 zu 27. Ganz spannend, Schelle ist Trumpf. Das gehört dem Toni Bucheri mit dem Nell. Schelte König. Und das gehört dem Hans Link mit dem Trumpf 8. Und auch das gehört dem Hans Link, ein Nullerstich mit dem Rosen 9. Das tut nicht weh. Ja, vielleicht hat er etwas wollen. Nicht mit dem 9 kommen, hä? Eichel-Zähner. Und gestochen hat der Hans-Rudi Brändli mit dem Eichler unter. Und der Bauer vom Hans Link. Jetzt hat er aber eingegriffen, da. Na ja. Eichel 7.
Und da haben wir den Trumpf König vom Hans-Rudi Brändli. Das gehört am Telefon, ja, mit dem Trumpf Ass. Rosen Ass. Ui, 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 ui. Da kommt noch etwas da. Und das gehört am Toni Bucheli mit dem Rosen Ass. Ist nur nicht unser Computer verjagt von dem Stich. Trumpf Zehner. Und jetzt haben wir noch den Trumpf Zehner. Trumpf 10, der letzte Stich, gehört dann an Toni Bucheli. Es ist der Telefonjasser heute nicht so gut gegangen. Da sind Stiche nicht geregnet, wie es all 10 Jahre nur ein gibt. Also, tut mir leid, Herr Bucheli. Auch da, es hat zu viel gegeben. Meinte zu wenig, jetzt zu viel. Aber ich hoffe, Sie haben gleich ein bisschen Freude gehabt mit dem Spiel. Nehmen Sie es nicht tragisch, es soll ein Spiel sein. Und das müssen auch alle Gemeinden wissen, die da mitmachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Auf Wiederhören, Herr Bucheli. So, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, aber ich weiss noch nichts Genaues. Und darum möchte ich Sie jetzt bitten, mit mir rauszukommen zum Finale, zur Preisverteilung. Der Herr Schürmer kommt vielleicht mit mir und die beiden anderen Herren benutzen den anderen Ausgang. Hans, Köpf, ihr rechnet ein bisschen für uns. Hm? Ja, es sind 134 angesagt, sie hat man etwas verteilen müssen. Der Hans ruht. Der Hans-Rudi Brändli hat 0 angesagt, 16 gemacht, Differenz 16. Der Hans Link hat 58 angesagt, 52 gemacht, Differenz 6. Der Toni Bucheli 76 angesagt, 89 gemacht, Differenz 13. Und der Klaus Schürmann 0 angesagt, 0 gemacht, Differenz 0. So, liebe Zuschauer, es ist entschieden. Am nächsten Mittwoch sind wir in Willisau. Ja, es ist soweit. Es ist soweit, der Jubel im Hintergrund. Wir hören es, wir gehen am nächsten Mittwoch auf Willisau. Und jetzt, Hans, wie sieht es aus mit der Einzelrangliste von dem Abend? Die Einzelrangliste sieht folgendermaßen aus. Auf dem ersten Platz der Jasskönig von Willisau, der Klaus Schürmann mit einem Differenzpunkt. Mit einem Differenzpunkt. Ich würde sagen, er macht den Namen Jasskönig. Herzliche Gratulation, Herr Schürmann. Das ist Ihr Preis mit dem Heben Sie im Wegelisort. Und selbstverständlich auch noch das Halbpreis-Abonnement schön in Plastik verpackt, dass es nicht nass wird. Wer ist zweiter? Auf dem zweiten Platz mit 8 Differenzpunkten der Herbert Steiner von Argoldau. Ja, Schweizpräsident. Danke. Herzliche Gratulation. Merci. Danke. Und da ist ein Nigel-Nagel-neuer trockener Sattel symbolisch überreicht für den Velo-Fitness-Plausch. Gratuliere. Danke. Ja, das wäre es gewesen, meine Damen und Herren. Und etwas muss ich noch bekannt geben. Das letzte Mal waren es 181 Differenzpunkte und das Mal sind viel weniger dazugekommen, 119. Und darum sind wir jetzt auf genau 300, oder stimmt es, habe ich es recht gesehen, 300 Differenzpunkte, bis jetzt in zwei Sendungen. Da gibt einen Schnitt von 150, kann jeder ausrechnen. Ja, das wäre es gewesen. Ich danke vor allem der Goldauer. Und ich glaube, für das Ausharren, für die Organisation und für die zähe Konstitution, die sie bewiesen haben, könnten sie die Heimen mal alle miteinander klatschen. He? Dankeschön. So. Da ist der Applaus für Sie, die Heimen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Ich danke allen, die mitgemacht haben. Am nächsten Mittwoch wäre es schön, wenn wir uns in Willisau wieder gesächtet. Bis dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Und ich darf noch ansagen, eine ganz reizende dritte Darbietung. Jugendländle-Kapelle Arthur Grüssli spielt für Sie. Und wenn Sie die beiden Mädchen sehen, Rita und Vreni, dann sind das keine anderen als Grosskind vom berühmten Res Gwerder. Der Res Gwerder ist in Ländlerkreisen ein Begriff
Und er ist da und er hat auch Stück geschrieben für seine beiden Grosskinder. Das heisst Arthur Grüssli. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Adi miteinander, viel Freude. Thank you.